Jo. Gott, ist das rot. Alter. Naja, okay. So, Tastatur kann nach da hinten. Warum war das erstmal nicht? So, zum Stand gestern. Achso, und wer das Spiel selber spielen möchte, ne? Hier gibt es jetzt Spoiler en masse. Deswegen, wer es vielleicht selber spielen möchte oder gerade noch spielt, sollte vielleicht nicht unbedingt zusehen. Könnt ihr natürlich gern machen, aber dann müsst ihr mit Spoilern rechnen. Denn wir wollen es ja, wie gesagt, durchspielen. Okay, tschüss. Ja, Frodo, bei dir weiß ich, dass du es niemals spielen wirst. Solche Spiele sind nichts für dich. Ich glaube, solltest du jemals ein JRPG anfassen, dann bist du schwer krank. Dann bist du wirklich schwer krank, weil du spielst sowas nicht. Du tust es einfach nicht. So, aber. Was wollte ich denn jetzt sagen? Wir sind gestern auf Lenegis, beziehungsweise angekommen waren wir ja schon, aber wir haben Lenegis erkundet. Und haben jetzt das Jungfernkleid, so heißt es tatsächlich, angezogen. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir die Welt retten. Und dass wir unsere gute Dame hier, Shion, von ihren Dornen befreien, die sie in sich trägt. Und ja. Es ist eine sehr lange und komplexe Geschichte, also bitte nicht fragen, was da jetzt wie wo. Da müsste man zu weit ausholen tatsächlich. Weil dieses Spiel hat jetzt, glaube ich, wie viele Spielstunden? 50? 50 haben wir, glaube ich, hinter uns. Warte mal, wo sieht man das denn? Ja, 51,5 Spielstunden. Wir haben auch kein Leben. So. Und einen Bosskampf hatten wir gestern noch. Da kam das schon mit hinzu und jetzt kann ich für euch auch übrigens auch wieder die Musik anschalten. Ah, jetzt hört ihr nämlich auch wieder was. War ja Gott sei Dank bis eben nichts Wichtiges. Hätte ich das beinahe vergessen. Ich weiß auch nicht, wie weit der Bosskampf jetzt halt wirklich entfernt ist oder ob das andere halt extra Material war oder keine Ahnung. Es gibt ja mittlerweile auch DLCs für das Spiel oder zumindest ein DLC, glaube ich. Mal. Einmal jetzt, sonst werde ich hier gleich angebrüllt. Pass auf, es geht nur noch ein Kampf und dann sind wir durch. Ich glaube, dann lache ich. Ich glaube, dann lache ich wirklich. Es sind halt nur Vermutungen, die ich anstelle, ne? Oh yeah. Ich habe tatsächlich Schiss, dass wir doch schon beim Endboss sind. Brauchen wir Heilung? Oh ja, sollten wir machen. Sollten wir machen. Also falls wir das Spiel doch eher als gedacht beenden sollten, sage ich jetzt schon mal im Voraus, würden wir dann halt Life is Strange spielen, nur mal so zu Ende. Dass es doch keine 7 Stunden dauert. レナス・アルマもあるわ。それじゃ、やはりここで奨励の儀を。だけど、
So, nicht wundern, wenn ich Screenshots mache. Papa! Papa, wie war das mit Sound-Alerts in den Videosequenzen? Böse! Ganz, ganz böse. Aber hallo, Papa. Jo, es geht dir gut. Also, ich... Ich bitte wirklich nochmal sehr darum, keine Alerts heute, bitte. Also, wenn wir jetzt das Spiel heute beenden wollen, wenn Videosequenzen sind, bitte keine Videosequenzen, weil es sind wirklich wichtige Szenen heute. Ansonsten muss ich so tatsächlich ausschalten für heute. Weil das heute ist wirklich, wenn wir es heute wirklich beenden sollten, ist Schicht im Schacht heute hier. Keine, bitte, ne? Ich weiß, es war nicht böse gemeint, aber trotzdem, bitte keine Alerts heute. Du bist nicht in Videosequenzen. Bei Kämpfen dürft ihr das gerne raushauen, das ist mir egal, aber nicht in den Hauptvideosequenzen. Also, alles gut, Papa, alles gut, aber wie gesagt, nochmal an alle, keine Videosequenzen. Also nicht in den Videosequenzen. Und Luna, viel Spaß im Lurk. レネギスの変形なら儀式の目的はダナの精霊力を根こそぎ奪うことだったことになる。ダナが奪う理由は何だ。それほどの精霊力を黒幕は一体どうするつもりだ。わからない。だがどこかであの破滅につながっているのは確かだろう。それにダナから奪い続けるのを許すわけにはいかない。 とにかくレナサルマを回収しよう。今の俺たちにも何より必要なものだ。いきなり襲ってきたりしないよな。脅かすな、ロー。アルフェン。赤い女。ようやく会えたな。お前には聞きたいことが山ほど。待て。何？同じ顔。 Gibt sie doppelt. So, das ist so. Koizra, itai. Massaka, Ningen, janai no ka. Omae tachi ga hontou no Lena no shihaisha na no ka. Ernsthaft? Alter, wir machen gar keinen Schaden. Wollte ich nicht in den Lurk aufpassen. Wollte ich gerade fragen, wie war das mit Lurk? Raus da, raus da, raus da. Dass du die Rolle machst. Mano. Ich werde sterben. Mach doch die Rolle und kein Angriff. Oh Gott. Charaktere machen mich wahnsinnig. Luna, ich glaube, das funktioniert. Ich kenne mich so ganz. Ich bin im Kreis. Nein!
Alter. Nein, Luna. Weil da die hauen rein. Mir fallen keine Rollspiele mehr ein. Mir würden schon noch welche einfallen. Ich weiß noch nicht, wie. Alter, mit einem Schlag fast die Hälfte meines Lebens weg. Spinnst du eigentlich? Was ist Cat Quest? McFry. Echt, rollt man da auf? Nee, Cat Quest sagt mir tatsächlich gerade überhaupt nicht. Habe ich glaube ich auch noch nie gehört. Achso, da ist das Spielfeld zu Ende. Okay. Diesmal kein Busbrecher? Ach du Scheiße. Da gibt's keinen Boost. Dann kann ich ja in der Pause anschauen. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe gerade erstmal, dass ich das Ganze hier überhaupt überlebe. Meine Heiler haben auf jeden Fall mächtig zu tun. Gut, warum hast du das nicht getan? Danke. Wir werden alle sterben. Einer meiner Heiler ist tot. Alter, jetzt überlebe ich ja noch. Wir werden alle sterben. Das wird ein harter Kampf. Wir kriegen halt auch kaum Schaden, ne? Oh Gott. Ach. Eigentlich müsste man geübt sein von Final Fantasy, ne? So rein theoretisch. Ah, du an ihm lebt wieder. Wunderbar. Oh, komm schon. Komm, ich sehe halt irgendwann überhaupt nicht mehr vor lauter Lichteffekten. Kann man übrigens nicht ausschalten. Der Nachteil zu Final Fantasy. Aber an sich ist es ein RPG, wo du eine Katze bist und die Bösen sind Hunde. Natürlich. Das ist halt alles katzenbasiert. Sprichwörter und so weiter. Das ist alles mit Katzenwörtern. Das klingt irgendwie cool. Ich glaube, das wäre das perfekte Spiel für mich. Ich bin im Spiel gestartet. Die Stadt, in der ich gerade bin, heißt zum Beispiel Tatzenstadt. Oh nein, wie niedlich! Ja! Oh, letzte Phase. Warte, einmal kurz. Magiepunkte auffüllen. Geh aus dieser Ding. Oh. Das hier hat schon Endkampfniveau, aber ich glaube, es ist nicht der Endkampf. Da ist wieder ein Heiler am Boden. Heiler am Boden. Oh. Stimmt, der Schmied heißt Kit Kat. Nein! Oh Gott, wie süß. Kit Kat, der Schmied.
Rennt einer Dualin bitte, danke. Muss man ihm erst was sagen. Gerade bin ich froh, dass wir den Kampf gestern Abend nicht noch gemacht haben. Das war eine Punktlandung mit der Heilung. Wir kriegen die Leistung. Stimmt, wir kriegen die Leistung gar nicht voll. Wow. Jetzt. Wenn man Katzen und Epic geht's mal ganz tief. Jetzt auch. Gibt auch einen zweiten Teil. Muss ich mir unbedingt mal angucken. Akiramero! Korejo wa Muimida! Kondokosa Kosan Stanka! Und bleibt trotzdem davor stehen. Weißt du, sieht, dass sie gerade was am Machen ist und bleibt davor stehen. Ihr seid nicht gerade die Schlauesten. Nantoka kawashita. Hiyatto shita ze.誰の許しを得ている。野郎、目を覚ましやがった。どこかと思えば、ここを知っているのか。当然だ。俺のために作られたのだからな。だがそんなことはいい。それより。 貴様の首に用がある。この後に及んで、まだ俺が憎いのか。貴様は俺に傷をつけた。王であろうとなかろうと、絶対に許さん。強がりはよしなさい。身動き一つできない身で。そう見えるか。 こんなもので俺を縛り付けておけるなどと思うな。自分は支配者だからとでも言うつもり？王も鋭も、すべて誰かの思惑で与えられた地位に過ぎないのに。しかもそれで同じ王のアルフェンを追い回したりして、支配者が聞いて呆れるぜ。さえずるな。王の力なぞ得て当然のものを得たに過ぎん。どうかな。すでに我々は、 王とは支配者ではなく、特定の能力と役割を与えられたものの故障だと知っている。君はかつて、他にもダナからさらわれた者がいたと言ったな。ああ。何人もな。そして俺以外みんな、死んだ。成功率の低さにもかかわらずそうしたということは、 どうしても、ダナ人でなくてはならない理由があったということだ。そして、あの研究施設の記録。君とボールラー。300年の開きはあるが、記録上の扱いは、全く同じと言ってよかった。意味するところは明白だ。それって、アルフェンみたいに連れ去られたってこと？なら、その前は？ダナの奴隷だ。 俺たちと同じ。違うか、ボルラ。レナ人のふりをして、同じダナ人を苦しめてだったのかよ。なぜだ。奴隷の苦しみを知っていたなら、なぜそれに加担したのだ。レナもダナも等しく無意味だ。俺とそれ以外、あるのはただそれのみ。俺は全てを手にし、 その上に立つ。当然これも俺のものだ。赤い女、まだいたのかよ。レナにいる貴様らの主に伝えろ。俺をコケにした報いは必ず受けさせるとな。
常に俺が後ろにいると知れ。行きましょう。忘れるな。俺は全てを喰らう者、断じて末路う者にあらず。俺は支配者。俺は問題ない。ボルランは死んだのでしょうか。そう願いたいものだ。あの赤い女たちも一体何だったの。あれが私たちの追っていた黒幕。レネギスの兵士やフィアリエを差し向けたのも。あの怪物どもがかよ。いや、それよりまたあいつらにレナ・サルマを取られちまった。くそ、これで二度目だ。取られたなら取り返すまでだ。俺たち自身のため、そして託された未来のためにも追うんだ。レナに向かおう。レナに？ボルランはレナに赤い女の主がいると言っていた。あの異形が赤い女の正体なら、その主というのは、ああ、人間ではない何かということもあり得るな。それが本当の黒幕ってこと。それがレナにいるの。レナス・アルマを持って今さらダナに向かうとも思えんしな。追うとすればレナ、同感だ。よし、星船に戻ろう。それにしてもまさかNamkaya und nein, wir können das oder hätte aus dem Grund nicht rüberfliegen können, weil sie im Spiel eigentlich keine Flügel besitzt. Die Flügel sind ja nicht echt. Die haben wir der ja nur einfach reingeklatscht durch die Outfits. Die hat ja eigentlich keine Flügel. Also, warte. Hier, das ist eigentlich nur. Ne? Ich hätte ja auch eine Brille aufsetzen können, dann hätte sie keine Flügel. Also eigentlich, storytechnisch, besitzt sie keine Flügel. Deswegen, ne? Ansonsten wäre es ja... Es wäre ja einfach so. Es könnte ja auch Rinwill fliegen, weil sie ja auch Flügel hat, ne? Also, es wäre halt... Ich glaube, es wäre etwas cheaten. Wenn sie dann plötzlich... Hier, die mit dem Flügelchen würde es auch gehen. Wobei, ja gut, mit denen hier auch, aber ich glaube, dann strampelt sie sich erstmal mit ihrem Flügelchen sonst was ab. Aber es passt halt auch so wenig. Oh. Kaya, wie geht's dir? Bist du endlich wieder wach? Nachdem du eingeschlafen bist.
Was denn? Eine ernst gemeinte Frage, Kaya. Was? Oh nee, da. Warte, warte. Wo muss ich hin? Kaya, du hast es aber doch gerade selbst gesagt. Ich habe nur gefragt, ob du wieder wach geworden bist. Ich habe nicht gesagt, dass du vom PC eingeschlafen bist. Das hast du nämlich gesagt. Ja, hier lang, glaube ich. Dürfen wir erstmal den ganzen Weg wieder zurückrennen. Oder? Ah ne, wir können uns ja teleportieren, stimmt. Ja, eigentlich da drin gehen. Ach, Mist. Ja, das wollte ich jetzt gerade gar nicht. Nein. Da. Okay, ich kann mich jetzt tatsächlich nicht hin und her porten. Ich muss tatsächlich zurücklaufen. Das ist aber nervig. Aber hier können wir uns immer heilen. Das ist schön. Toll, mein Hund fängt mich auch nicht, die bin's selber. Ja, richtig so. Dein Hund hatte ja auch einen sehr, sehr harten Tag. Und was denkst du denn? Du musst dich selbst drum kümmern, dass du wach bist. Ja, natürlich. Ist genauso wie Cleo. Cleo hatte auch einen harten Tag. Ich meine, in der Wohnung oder im Haus liegen, das Haus bewachen, das ist ein harter Job, ja? Hab mal ein bisschen mehr Nachsicht mit deinem Tier. Unsere Katzen hatten auch einen harten Tag. Die haben so viel zu tun, wenn wir nicht da sind. Oder gerade wenn wir da sind. Die haben so viel zu tun. Da muss man ein bisschen Verständnis für die Tiere aufbringen. Die haben ein ganz hartes Leben. Die haben ihren Schlaf, wenn sie ihn denn dann mal kriegen, richtig verdient. Ja, Kaya, siehst du nicht, dass er einen harten Job hatte? Siehst du doch! Also, zur Info, Kaya hat mir gerade ein Bild geschickt. Das nenne ich einen harten Tag haben. Das sieht man ja richtig an. Und dann so, verlangst du auch noch von ihr, dass sie dich wecken soll? Also wirklich. Nee, 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 nee. warte mal. Da lang. Okay, ich mir was aus der Garage. Oh, bringst du mir eins mit? Also für heute Abend? Also, dass du es mir einmal auf die Treppe...
Gut, gehe ich nachher selber. Hole ich dir auch nie wieder Wasser. Gehe ich halt daher selber. Stellst du es mir halt nicht vor die Tür? Hole ich auch nie wieder Wasser. Nee! Nee! Brauchst gar nicht so ankommen. Nee! Hol dir nie wieder Wasser. Irgendwie an Kraft und Stärke gewonnen. Aber wobei ich brauche immer noch Ewigkeiten für das Spiel. Der stirbt doch. Kann mal einer das Insektenspray holen? Perfekt. Nee. Würde ich heute PS4 zocken. Das hier hat ja gut funktioniert. Ja, oder nicht? Dann zockt doch jetzt eine Runde. Abend ist doch noch jung. Der Abend ist jung und voller Schrecken. Ihr Kackwölfe. Ich hab sonst immer Mitleid mit Wölfen, aber mit denen ist das natürlich nicht. Die sind mir einfach zu verstrahlt. Ich mag Kaya nicht. Kaya hat halt Geschmack. Die waren bestimmt hier bei uns im Kernkraftwerk. Ja, glaube ich auch. Ganz kurz weiter. Viel Spaß beim Wasser holen. Und verschluck dich nicht. Stürz nicht im Dunkeln. Trinke ich halt mein letztes. So, das mag mich nicht mehr. Wie schreibt man einen Abschiedsbrief? Gib ihm die Hornbachfaust. Oh, danke, Mappa.
willst es, du hast mich lieb. Nicht mehr Wasser kriege ich. Muss hier leben wie eine Kakerlake. Nicht mehr Wasser und Brot kriege ich. どうしたんだ? 真っ暗だぞ。 照明が消えている。 まさか 金量の奥が壊れたから。 デュオ? あんたは? フィアリ、 アバキール、 無事だったか? アバキールから聞いたわ。 私があなたたちを襲ったってことを覚えていないらしい。やはり操られていたのだな。タルニガスのことも聞いたわ。本当なの？肯定も否定もしたところで意味はあるまい。あなたはいつもそうやって。フィアリエ、その話は後だ。ティオ、レネギスが大変なんだ。 それは見ればわかる。都市の機関機構に障害が発生したんだ。一部はかろうじてまだ動いているが、復旧にもう少しかかる。君が対応しているのか。一級技工士の君が。それなら問題ないんじゃないの。住民の間で不安が爆発しそうなんだ。これまでいつだって何かあれば王が布告を出してきたのに、 いつまで経ってもそれがないところにこれだ。このままじゃ復旧より先に暴動が起きるかもしれない。おそらく王が何か告げることは二度とあるまい。なんだって？どういう意味なんだ。王とは我々が思っていたような存在ではなかったということだ。おそらく存在しないと言った方がいいかもしれない。 何を言い出すの？スルドのあなたが王を否定するなんて、一体。今は説明している時間がない。それより、このレネギスの状態を何とかした方がいい。暴動を抑えるんだな。何か考えがあるのか？暴動ってのは、大体不満とか不安が引き起こすんだ。だから安心させてやるのが一番っていうぜ。安心？ つまり誰かが言って聞かせるって。今このレネギスで一番上位にいるのは誰なんだ。レネギスは代官を置かず王が直接統治している。そういう話でしたね。そうだ。そしてスルドも残るは一人のみ。なるほど。こういう巡り合わせだったか。 アバキール、まだ使える設備はあるか。王は、王はなぜ沈黙したままなのだ。誰か、一体どうなってるの。我々は、これからどうなってしまうのか。レネギスのすべての同胞に告げる。私はスルド、ティオハリムイルルケリス。 ティオハリム様だ。だが、なぜティオハリム様なんだ。王は、それにスルドブリガはどうしたんだ。王が対応できない状況にあるため、スルドの権限において私が代行している。現在諸君が不安の中にあることは承知している。どうか慌てず落ち着いてほしい。 都市の機関機能の一部に異常が発生しているが、すでに技師が対処しており、順次復旧する見込みだ。今諸君はかつてない不安と恐怖の中にあることだ。だが忘れないでもらいたい。レネギスは王やスルドによらず、まず諸君ら一人一人の連帯によって成り立っているのだ。我々は細かな違いにとらわれず、 心と力を合わせれば、必ずそこにより大きな希望が生じることだ。私は諸君と共にある。追い立てる者としてではなく、
支え合う同胞の一人として、この困難を乗り越え共に明日に踏み出すため、どうか力を貸してほしい。reden kann er. みんなあなたの言葉で安心したみたい。大きな混乱は起きていないわ。しばらくはこれでしのげるだろう。さっきの話は本当なの？王がいないかもしれないって。まだ断定はできない。だがおそらくそう考えて間違いあるまい。我々が信じてきた世界はその実まやかしに満ちていた。そんな、僕は信じるよ。禁漁でのことやフィアリエのこと、みんな筋が通ってる。でもアバキール、権威は私たちの秩序の基盤なのよ。私たちには上に立つ者が必要だわ。いるじゃないか、ここに。あなたが本気なの？今はまだなすべきことがある身だが、ことが済めば戻ってこよう。だが私は王ではない。君たちが知るような形の支配をするつもりもない。でもそれならどうするつもり？まだわからない。だがおそらくレネギスにも新しい時代が来ることになる。そこでは人が生まれや精霊術ではなく、さまざまなものによって認められるようになるだろう。例えば音楽のような。再会した時あなたは変わらないと言ったけど、本当はとっくに変わっていたのね。ようやく私はあの人のタルニガスの死を受け入れられる気がする。君が戻るまではなんとかレネギスを持ちこたえさせる努力をするよ。頼む。メナンシアに戻るには時間がかかりそうですね。すまない。メナンシアの人たちは自分の面倒が見られます。でもここの人たちには導くものが必要でしょう。それにあなたがレナ人の町を導くなら、それだけ早くメナンシアの外にも共存が広がるはず。腹をくくったんだな。ありがたくも機会を得たからにはな。このティオハリム・イルル・ケリス、これより明日の聖者のために生きよう。昨日の死者のことは胸に留めつつ。支配者ではなく指導者として。君は時々難しいことを言う。どうやら当分あんたが暇になる日は来そうにないな。よし、船に戻ろう。レナに向かうんだ。ふぅ、Reden können so viel。Habe ich nur irgendwo, wo ich einen Punkt verteilen kann? Dingen Verteidigung. Ja, gut, dann versuchen wir das hier mal zu vervollständigen. Nicht?
gucken. Renegis und Hitachi. Anshin dekita mitai da na. Also nach Rena. Ich habe so das Gefühl, Rena wird dann wirklich das letzte Lied sein. Muss ich hin? Und Viertel. Im Wohnviertel muss ich gleich. Jetzt muss ich irgendwie wieder runterkommen. Diese Stadt findet man sich aber auch null zurecht. Allein schon, weil immer das gleiche aussieht. Okay. Den Weg waren hier überall Truhen. Wo sind... Okay.